Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Tasmanian Tiger, der TT Rap Holder. Tasmanian Tiger hat in diesem Jahr verschiedene Universaltaschen auf den Markt gebracht. Wir haben schon einige davon vorgestellt. Heute geht es um den Rap Holder. Universaltaschen sind immer dann praktisch, wenn man nicht unbedingt weiß, was man mitführen muss, aber trotzdem die Ausrüstung schon mal ungefähr abgestimmt hat auf den Auftrag. Und genau dafür ist so eine Tasche wie der Rap Holder ideal. Wir haben die Universal-Magazintasche euch schon vorgestellt mit dem elastischen Einschub, wo viele Gegenstände reinpassen, aber dann auch schon hier mit Rauchgranaten zum Beispiel Schluss ist, also eher flache Gegenstände, Magazin-ähnliche oder Magazingrößen-ähnliche Gegenstände. Und der TT Rap Holder ist das Pendant quasi dazu, aber für Granaten. Natürlich ist es jetzt keine Universal-Granatentasche, die für jede Granate funktioniert. Genau aus dem Grund habe ich hier auch mal noch eine Frag-Granate mitgebracht. Da könnt ihr schon mal sehen, die passt tatsächlich auch rein, aber man hat natürlich dann auf der Unterseite noch ungefähr 3 cm Platz und der ist dann lose, würde bedeuten, die Granate würde irgendwann bis nach unten rutschen. Dann wäre hier oben der Deckel und es wäre Spiel da. Man kann sich sicherlich was basteln, man kann ja auch die Flap abnehmen, zeige ich euch dann später. Aber einfach, dass ihr es mal gesehen habt. Geht, ist aber nicht optimal und auch nicht dafür vorgesehen. Aber ja, der Vollständigkeit halber ist es mit dabei. Doch die wichtigsten Dinge zuerst. Natürlich, was haben wir hier für ein Material und wie groß ist die Tasche? TT setzt auf 700D Cordura, wie üblich. Und wir haben hier eine Tasche, die ungefähr 10 cm in der Höhe ist, wenn man jetzt hier den oberen und unteren offenen Bereich abzieht. Wir haben 3 cm in der Tiefe, in der Breite und 4 cm maximal in der Tiefe. Auch dazu sage ich euch gleich noch was. Die Tasche ist nämlich so aufgebaut, dass ich sie von der Weite justieren kann und auch von der Höhe der Gegenstände, die ich einstecken kann. Das haben sie relativ cool und schlau umgesetzt. Und zwar habt ihr hier an den Seiten jeweils einen Klettverschluss. Ich mache das mal so, dann sieht man das hier auch schön. Das ist quasi der vordere Teil, der eingesetzt werden kann. Und der kann dann entsprechend des Gegenstandes eng oder weit gestellt werden und wird dann von den beiden Flügeln hier rechts und links eingefasst. Hier auf der rechten Seite ist dann nochmal ein Einschub für den Bügel von Granaten, zeige ich euch auch gleich. Und hier hinten wird der eigentliche Verschlussdeckel eingefügt mit Klett und kann hier auch höhenverstellbar justiert werden. Je nachdem, wenn ihr einen kürzeren Gegenstand habt, könnt ihr das Ganze hier weiter nach unten verlegen oder eben weiter nach oben, wenn ihr einen längeren Gegenstand habt. Und zu guter Letzt wird dann vorne mit diesem Teil hier das Ganze nochmal fixiert und kann damit im Fastex verschlossen werden. Wir bauen das jetzt einfach mal auf für 40 mm, damit ihr einfach mal sehen könnt, wie das dann aussieht. Das heißt, ich nehme einfach meinen Klett, setze den jetzt erstmal hier bündig an, weil ich gehe davon aus, bei 40 mm, sagt ja auch schon der Name, da ist nicht viel, was an Platz benötigt wird. Dann kann ich hier den Klett einmal drumherum rollen schon fast und mache das hier auf der anderen Seite zu. Und schon ist meine 40 mm eingefasst. Jetzt brauche ich nur noch den unteren Teil hier nach vorne zu ziehen mit dem Klett. Das ist hier diese Lasche mit dem Bungee. Die setze ich hier vorne drauf. Dadurch ist das Ganze dann auch vorne justiert. Habe dann auf der Rückseite hier einen Zug-Bungee, um das Ganze dann auch eng zu stellen. Und jetzt brauche ich nichts weiter tun, als hier den Verschluss zu schließen und kann hier auch nochmal das Gurtband unten so weit nach unten ziehen, damit das hier abschließt. Und schon habe ich hier meine 40 mm Tasche, die ich auch lautlos öffnen kann und kann dann hier meine Granate nach oben hin entnehmen. Vom Format her haben wir hier dann auch gleich natürlich die Flashbang, die hier passen wird. Und da ist dann der von mir vorhin beschriebene elastische Einsatz hier vorne vonnöten, denn da kann ich hier den Griff unterbringen und habe dann den Ring hier auf der Rückseite und der ist dann durch dieses elastische Material, was hier auf der Oberseite nochmal mittig verbaut worden ist, gegen Klappern geschützt. Also ihr braucht tatsächlich dann nicht die Ringe nochmal explizit mit Klebeband abkleben, damit die klappern, nicht klappern, sondern die werden hier durch das Elastikband schön an den Körper gepresst und dadurch habt ihr dann damit auch die Möglichkeit, das Ganze für so eine Granate zu nutzen. Jetzt haben wir hier nochmal von Taggin eine etwas größere Airsoft-Granate, die wollen wir auch mal unterbringen. Auch hier wieder einmal
lose stellen das Ganze. Ich löse jetzt mal nur eine Seite, weil auch hier, denke ich, brauchen wir nicht allzu viel Platz. Fassen das einmal ein. Na, da muss ich doch mal die andere Seite noch ein bisschen nachjustieren. So. Und dann hier die Seite. Und dann seht ihr, auch hier passt das ohne weiteres dran. Ich nehme mein Klett mit dem Gummiband, fasse das hier vorne noch ein. Auch hier könnt ihr dann die Tiefe noch ein bisschen justieren. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte, dass die Granate ein bisschen tiefer sitzt, setzt ihr hier den Klett einfach weiter unten an. Und dadurch ist die Schlaufe dann unten natürlich ein bisschen größer und die Granate steht ein bisschen weiter raus. Aber das wäre auf jeden Fall machbar und möglich. Schauen wir mal, ob unser Deckel auch sich weit genug noch schließen lässt. Jawohl, auch das geht noch, hervorragend. Und dann zieht ihr hier das Ganze nach unten und habt hier eure Tasche. TT schreibt in der Produktbeschreibung des TT Wrap Holders, dass hier Gegenstände von 40 bis 56 mm im Durchmesser reinpassen und 100 bis 160 in der Länge. Haben wir hier jetzt auch nochmal ein paar etwas größere Gegenstände, wie zum Beispiel die M18 Rauchgranate. Da können wir auch mal bauen. Das heißt, ich gehe wieder denselben Weg, öffne die Seiten. Ich denke, der Verschluss von der Länge her wird auch passen, weil hier gibt es jetzt eine Besonderheit, deswegen zeige ich euch das auch nochmal. Denn, wie ihr sehen könnt, haben hier alle Granaten einen sauberen, glatten Übergang nach unten, während die M18 hier unten breiter wird. Und jetzt seht ihr, oder vielleicht könnt ihr schon ahnen, wo das Problem jetzt entstehen wird. Denn, wenn wir jetzt hier den Klett anbringen und die Granate einsetzen, ich mache gleich mal den Griff hier rein, so. Jetzt seht ihr schon, hier unten ist das dicker und dadurch wird die Granate sich jetzt nicht mehr sauber ziehen lassen, weil das unten zu weit ist. Das heißt, in dem Fall möchte ich das Ganze so bauen, dass die weiteste Stelle der Granate unten auch definitiv mit im Klett drin ist. Und damit das nicht nach unten rutscht, hat Tasmanian Tiger euch hier nochmal einmal ein Stück One-Wrap mitgegeben. One-Wrap-Klett, das ist quasi Klett, der auf sich selber hält. Und den kann man dann hier vorne dran setzen. Ich mache erstmal hier das Vorderteil wieder dran. Das kennt ihr ja schon von den anderen Granaten. Und habe das jetzt so. Und jetzt seht ihr, hier ist ein Spalt. Genau, und diesen Spalt möchte ich jetzt füllen, damit die Granate nicht versehentlich nach unten rutschen kann und dann doch wieder der Rand rausguckt. Und das mache ich mit dem One-Wrap. Ich führe das jetzt einmal hier herum. Und nochmal. Und dann habe ich hier eine etwas dickere Stelle in der Mitte. Und dadurch kann die Granate jetzt auch nicht mehr über diesen Punkt hinausgehen. Das wird nochmal zusätzlich durch das Gurtband dann gehalten. Und damit ist die Granate immer in dieser Position gefangen. Und ich habe dann auf keinen Fall das Problem, dass mir diese dickere Stelle unten rutscht. Das One-Wrap könnt ihr optional natürlich auch noch nutzen, um euren Verschluss hier ein bisschen zu fixieren. Bedeutet, wenn die Tasche geöffnet wird und ihr den Deckel wegklappt, dann fällt natürlich hier dieses Teil nach unten und baumelt in der Gegend herum. Um das zu vermeiden, könnt ihr hier einfach hergehen und den One-Wrap-Klettstreifen hier einfach oben drüber setzen zum Beispiel. Ganz simpel gesagt, und dadurch habt ihr dann, wenn ihr hier die Granate einsetzt und dann hier den Splint noch sichert mit dem elastischen Teil, könnt ihr hierher gehen, könnt das Ganze aufmachen und dann seht ihr, bleibt der Verschluss oben und ihr könnt euren Gegenstand sauber entnehmen. Jetzt sieht man hier auch nochmal schön, weil gerade bei der Granate ist der Ring locker. Das heißt, ihr könnt sehen, hier klappert nichts, obwohl der Ring nicht fixiert ist. Ja, also das ist hier tatsächlich sehr, sehr gut gelöst mit diesem Elastikband. So, eine Energiedose habe ich hier auch noch für euch, weil könnte ja sein, dass man keine Granaten, sondern Energie mitnehmen will lieber. Und die müsste jetzt von der Weite her auch passen. Jawohl, hervorragend. Und da müssen wir aber jetzt auf jeden Fall den Verschluss verlängern, weil da sind wir am Maximum. Die Dose hat, glaube ich, 16 cm, was ja 160 mm entspricht. Das ist das, was TT angibt. Jetzt nehme ich hier meinen Topverschluss und setze den so weit nach oben, dass gerade hier der Klett aufhört. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt schon so passt. Rein mit dem Ding. Hier müssen wir wahrscheinlich auch ganz aufmachen. Dann machen wir hier. Ja, das passt schon. Hervorragend. So. Und dann könnt ihr sehen, habt ihr auch den Wrap-Holder nochmal mit einem 160 mm Gegenstand gefüllt.
Also das ist das Maximum, was geht und das finden wir sehr cool. Verschlossen wird das Ganze natürlich mit einer PALS Lasercut-Lösung hier fürs Molle-System, typischerweise mit dem Laminat von Tasmanian Tiger, mit dem neuartigen Gummilaminat, was sehr dünn und robust ist. Vorne eine Einfädelhilfe und das Ganze wird dann hier eingefädelt und am Ende in sich selbst gesichert, hält bombenfest und ist bewährt. Ja, der TT Wrap Holder ist eine sehr, sehr coole Universaltasche, gerade für alles, was irgendwie rund ist, sagen wir mal, oder beziehungsweise zylindrisch ist, wie Granaten oder ähnliche Gegenstände. Natürlich könnt ihr auch versuchen, hier mal mit zwei AR-Magazinen zu arbeiten. Das würde auch funktionieren. Die werden dann natürlich aneinander gepresst und könnten nicht einzeln entspannt entnommen werden. Aber ihr habt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, hier mit dem Klett zu justieren, um andere Gegenstände unterzubringen. Finden wir tatsächlich eine coole Lösung, gefällt uns gut und genauso soll es sein, um die Ausrüstung nicht ständig tauschen zu müssen, sondern einfach nur leicht zu justieren, um verschiedene Gegenstände abzudecken. Den TT Wrap Holder bekommt ihr überall dort, wo man Produkte von Tasmanian Tiger kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? So simpel, so genial, oder? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.